Ich teste heute den neuen Burley Travoy Fahrradanhänger, weil ich bin ein großer Fan. Ich verwende die alte Version schon seit mehr als einem Jahr, um zum Beispiel meine Einkäufe zu erledigen, um mein aufblasbares Subboard und auch meine schwere Kameraausrüstung zu transportieren, oft auch ohne Fahrrad. Außerdem habe ich jetzt ein E-Bike, ein E-Klapprad und dafür ist natürlich so ein Fahrradanhänger überhaupt ideal. Der Hauptvorteil von diesem Travoy ist, dass er im Gegensatz zu Anhängern, die hier an der Fahrradachse montiert sind, ausschaut wie ein Einkaufstrolley. Deswegen kann ich ihn problemlos in den Öffis mitnehmen und auch im Supermarkt. Ich muss jetzt meine schweren Sachen nicht mehr im Rücken schleppen, deswegen war dieser Anhänger für mich ein richtiger Gamechanger. Ich habe mir die neue Version bestellt, weil sie verspricht, alle Probleme, die es bei der alten Version gab, zu beheben. Zum Beispiel diese Deichsel hier ist jetzt ausziehbar. Bei der alten Version war die bei längeren Fahrrädern zu kurz und da konnte der Anhänger dann hier im Hinterrad streifen. Da gibt es integrierte Radabdeckungen, die musste man bei der alten Version noch extra kaufen, weil die verhindern, dass wenn man hier eine Ladung gibt, dass sie hier an den Rädern streifen. Dann gab es bei der alten Version nur einen einfachen Ständer, der wurde jetzt verbreitert. Das heißt, der Anhänger sollte jetzt nicht so leicht umkippen. Ich will auf jeden Fall testen, ob sich der Upgrade für mich lohnt. Wenn dieser Test für euch hilfreich ist, lasst bitte gerne ein Like und ein Abo da. Ich werde alle Produkte unter dem Video für euch verlinken. Der Anhänger kommt in einer relativ kompakten Schachtel, da man ihn ja sehr klein zusammenlegen kann. Er befindet sich in einer eigenen Tasche, Tote Bag genannt. Diese Tasche kam bei der 2020er Version im Gegensatz zur Vorgängerversion leider nicht mehr am Travoy montiert werden. In der Tasche befinden sich das Zubehör und eben der Anhänger. Er ist mit großen Luftreifen ausgestattet und daher sogar etwas geländegängig. Die Räder werden einfach auf die Radachse gesteckt. Jetzt kann man den Anhänger entfalten. Dazu muss man die Griffe drehen. Beim alten Travoy war noch kein Licht dabei. Es ist gut, dass es jetzt dabei ist, da der Travoy das Rücklicht des Fahrrads verdecken kann. Dann gibt es noch zwei Spanngurte und die neue Schnellkupplung. Jetzt will ich überprüfen, ob die Probleme in der alten Version, in der neuen Version wirklich behoben wurden. Beim alten Travoy muss man diese Radabdeckungen extra kaufen. Wie man sieht, sind die trotzdem ziemlich weich und können fast den Reifen berühren. Beim neuen Travoy sind die jetzt dabei. Fällt mir echt sehr gut, aber wie man sieht, kann es trotzdem passieren, dass hier die Ladung, wenn sie sehr weich ist, drüber geht und den Reifen berührt. Der alte Travoy hatte so einen kleinen Ständer nur. Das war sehr leicht, dass man den mit schwerer Beladung den Travoy zum Umkippen gebracht hat. Der neue Travoy hat jetzt diesen sehr breiten Ständer. Es ist fast unmöglich eigentlich, dass man den umschmeißt. Der neue Travoy hat jetzt so eine erweiterte Deichsel. Aber wie man sieht, ist dieses Teil hier ein bisschen kürzer als hier. Deswegen messe ich jetzt bis zum Handgriff und komme auf ca. 43 cm. Beim alten Travoy waren es ca. 35 cm. Das heißt, ich habe ca. 8 cm hier mehr. Eine tolle Sache ist diese neue Schnellkupplung, weil ich kann relativ schnell auch diese ganze Kupplung abmontieren und auf ein anderes Fahrrad wechseln, zum Beispiel von meinem E-Bike auf ein anderes Fahrrad. Ich habe hier oben die alte Kupplung, ein bisschen komplizierter, weil ich muss zuerst diesen Hebel öffnen. Dann kann ich erst den Anhänger montieren. Mit der neuen Kupplung geht das viel einfacher, da brauche ich eigentlich nur so runterdrücken und ist schon fertig. Wir werden jetzt den Trailer an die drei verschiedenen Räder testen. Zuerst an der E-Klapprad, dann an dem 28 Zoll Trekkingrad von meinem Freund und dann an meinem Rad. Die neue Kupplung passt problemlos um das Sattelrohr meines E-Klapprads, dem Fido D4S. Mit der alten Kupplung war es noch sehr knapp. Die Montage am Rad ist überhaupt kein Problem. Da die Räder so klein sind, passt der neue Travoy genauso wie der alte problemlos an das Rad. Man braucht die Deichsel nicht auszuziehen. Für E-Bikes ist der Trailer sowieso ideal, da man ihn bei normalen Fahrrädern bei Steigungen schon spürt und da hilft der Motor dann sehr. Man sollte darauf achten, dass die Deichsel nach Möglichkeit horizontal steht, da sonst die Befestigung ungünstig belastet wird. Man merkt das spätestens dann, wenn man versucht, den Travoy auf die Kupplung zu schieben und er nicht wie von selbst auf den Stift rutscht. Geht's nicht. Beim alten Travoy brauchte ich für die Sattelstütze meines Trekkingrads noch eine Verlängerung, mit dem neuen Travoy nicht mehr. Es ist aber trotzdem besser, wenn ich die Deichsel ausziehe, damit ich mehr Spielraum in Kurven und mit Satteltaschen habe. Bei E-Bikes mit Akku zwischen Rahmen und Hinterrad könnte es trotzdem knapp werden.
Beim Fahrrad meiner Freundin ist der Sattel sehr tief eingestellt, dass er nicht so groß ist. Doesn't go straight. Abgesehen davon, dass die Deichsel sehr schief stehen würde, ist gar kein Platz, um die Kupplung zu montieren. Ist der neue Travoy jetzt der perfekte Fahrradanhänger? Weil scheinbar wurden ja alle Probleme behoben. Aber all diese Veränderungen gehen auf jeden Fall mal zu Lasten des Gewichts, weil der neue Travoy wiegt fast einen halben Kilo mehr als die alte Version. Dann gefällt mir nicht, dass diese Tasche, die dabei ist, dass man die nicht mehr hier befestigen kann. Vielleicht will Burley seine eigenen Taschen besser verkaufen. Dann diese Radabdeckungen sind eigentlich super, weil wenn man so eine Schachtel transportiert, verhindert das, dass die Schachtel verrutscht und die Räder berührt. Aber wenn man eine weichere Ladung hat, zum Beispiel mein Subboard, dann kann trotzdem passieren, dass das hier die Räder berührt. Dann gibt es eben noch Probleme, wenn man es versucht, bei einem Fahrrad mit niedrigerer Sattelhöhe zu montieren. Wäre ich super gewesen für meine Freundin, weil mit dieser Schnellkupplung hätte ich schnell von meinem Fahrrad auf ihr Fahrrad wechseln können. In diesem Video wird von diesen Problemen im Zusammenhang mit den Prompten berichtet. Die Verbindung ist sogar gebrochen. Immerhin kann man dieses Teil ersetzen. Das Problem existiert allerdings nur, weil dieser Anhänger eben an der Sattelstütze montiert wird. Anhänger, die an der Fahrradachse montiert werden, haben dieses Problem natürlich nicht. Der Trailer ist als Ganzes relativ flexibel. Während der Fahrt werden Unebenheiten sehr gut ausgeglichen. Wenn dem nicht so wäre, würde diese Verbindung wahrscheinlich sofort brechen. Man muss aufpassen, dass man mit dem Trailer nicht irgendwo hängen bleibt und er dann umkippt. Mir ist das einmal passiert und das Plastikteil, das in die Kupplung eingehängt wird, war total verdreht. Ich konnte den Anhänger wieder aufrichten, es ist nichts gebrochen. Scheinbar ist dieses Teil zum Glück relativ flexibel. Es wäre super, wenn Burley gleich einen zweiten Teil als Ersatzteil beilegen würde. Was ist mein Fazit? Lohnt sich für mich ein Upgrade, obwohl ich die alte Version schon besitze? Ich würde sagen, für diesen hohen Preis nein. Zwar sind viele Sachen jetzt sehr nett, so wie dieser verbesserte Ständer, aber das Problem mit der zu kurzen Deichsel habe ich ja schon für mich gelöst und auch diese Fahrradabdeckungen sind bei der neuen Version auch noch nicht ideal. Deswegen werde ich meinen neuen Anhänger zurückschicken. Wenn man schon die alte Version hat, kann man überlegen, sich nur diese Schnellkupplung zu kaufen, weil damit kann man schnell von einem Rad aufs andere wechseln und gewinnt nebenbei auch noch ein paar Zentimeter. Sollte man sich die neue Version kaufen, wenn es die alte noch als Angebot gibt? Ich würde sagen ja, weil die Verbesserungen sind es wirklich wert. Das Einzige, was wirklich schmerzt, ist, dass man die neue Tasche, dieses Tote Bag, nicht mehr hier einhängen kann. Und man kann natürlich seine eigenen Taschen verwenden und mit dem Spanngurt hier befestigen. Dieser neue Travoy ist natürlich viel besser, aber perfekt ist er noch nicht. Aber er ist auf jeden Fall besser als alles, was es derzeit am Markt gibt. Vielleicht bringt Burley ja noch irgendwann noch einen Upgrade raus. Was ist eure Meinung zum neuen Travoy? Bitte postet in den Kommentaren. Wenn dieses Video hilfreich für eure Kaufentscheidung ist, lasst bitte gerne ein Like und ein Abo da. Ich werde alle Produkte unter dem Video für euch verlinken. Bis nächstes Mal. Tschüss.